Wir wollen uns angucken, was liberale Demokratien wirklich tun, was ihre Interessen sind. Dafür ist der erste Punkt, welche Informationen werden eigentlich weitergegeben und welche Menschen werden abgeschreckt, wenn es um Landesverrat geht. Der zweite große Extension-Punkt ist, dass wir ein Signal wirken in unserem Staat haben wollen, ja, kritisches Verhalten ist gut, wir wollen mehr Whistleblower, wir wollen mehr interne Kontrolle. Dritter Punkt, dass wir glauben, dass wir als liberale Demokratien in einer Weltöffentlichkeit agieren, dass es eben nicht nur das nationalstaatliche Denken sind, dass wir in einem Spiel agieren, wo mehr Informationen insgesamt der Öffentlichkeit liegen sind. Und letztens, weil es um allgemeine Prinzipien geht, die Frage, wenn wir Risikoabwägungen treffen zwischen möglichen Szenarien, auf welcher Seite haben wir die größten möglichen Konsequenzen? Und das Glauben ist eindeutig auf unserer viel, viel besser. Kleines bisschen Rebuttal, das nicht reinpasst. So, die ganze demokratische Legitimation basiert auf Informationen. Damit fällt ja schon der ganze Punkt, dass wir sagen können, wir haben die ja gewählt in ihre Lage für Sachen, die nicht in ihrem Parteiprogramm stehen, für Sachen, die sie nicht öffentlich machen, für die es keine Kontrollgremien gibt. Damit glauben wir nicht, dass es gerechtfertigt ist. Und man könnte sagen, da gibt es bestimmte Ausnahmepunkte in ganz, ganz kleinen Fällen. Das mag ja stimmen. Wenn wir aber an die Öffentlichkeit kommen mit einem Punkt, wo die Mehrheit empört regiert, wütend ist, auf die Straße geht, dagegen abstimmt, dann ist es ein Punkt, wo es ja relativ offensichtlich wird, dass wir nichts mit Landesverrat zu tun haben. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, wenn die Mehrheit der Gesellschaft empört reagiert, es nicht möchte, oder auch nur die Mehrheit der Weltgemeinschaft, dann rechtfertigt das vollkommen diese Ausnahmeregelung. Dann die zweite Sache, wir sagen, aber es kommt ja eh immer zum Feind. So, das mag zum gewissen Grad stimmen, klar kriegen die das. Das ist aber ein fundamentaler Unterschied zur Spionage, dass Spionage ist uns nicht bekannt ist, dass es zum Feind gerät, wir also unsere Militärmanöver trotzdem weiter munter planen, wohingegen in der Weltöffentlichkeit wir wissen, dass die anderen es wissen, dementsprechend Defensivmechanismen haben können, dementsprechend unsere Gesellschaft ausrichten können, dementsprechend es eben auch kein Landesverrat ist im ursprünglichen Sinne, wo es Nationalstaat gegen Nationalstaat geht. Das ist ein fundamentaler Unterschied, der hier missverstanden wurde von der Seite. Erster Punkt, nicht. So, jetzt haben wir erstmal diese Idee moralischer Dilemma. Wann geben Leute das weiter? Alle Strafgesetze gelten noch, haben wir ja schon gehört. Das heißt, Vertrauensbruch wird bestraft, Vertragsbruch wird bestraft, die kommen trotzdem ins Gefängnis. Das sind Leute, die mit einem moralischen Dilemma gefängst werden, wo sie sehen, okay, wenn ich das jetzt mache, komme ich ins Gefängnis, habe eine Strafe, werde vielleicht gesellschaftlich ausgesondert und ich mache es trotzdem. Wir nehmen an, diese Menschen tun es, weil sie glauben, das sind extrem wichtige Informationen. Das wird im Normalfall eben nicht der Lageplan bestimmter US-Soldaten sein, der dann bloß irgendwie den USA schal ist. Und das werden im Regelfall Informationen sein, wo die meisten Menschen wissen, okay, das ist ein großer Schaden. Und wir glauben, in dem Moment, wo Menschen sagen, ich bin bereits 10 Jahre, 15 Jahre ins Gefängnis zu gehen, so eine Idee für den Schutz eines Landes, da ist in den allermeisten Fällen vermutlich etwas dran. Auch wenn Menschen nicht immer etwas wissen, wenn sie bereit sind, so große Opfer zu bringen, glauben wir, ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig hoch, in den meisten Fällen, dass es funktioniert. Zweitens, was bringt uns das Label Landesverrat, wenn es die Strafen ja ohnehin schon gibt? Das fügt etwas hinzu, abgesehen von der lebenslangen Haft und viel, viel größeren Haftstrafen, die dann einhergehen, dass Menschen mehr abschrecken. Zweitens, was sind die Leute, die wir wollen, die sowas machen? Das sind Patrioten, das sind Leute, die glauben, wir wollen unserem Staat helfen, wir wollen der europäischen Wertegemeinschaft helfen, Leute, die aus moralischen Gründen etwas begehen. Wo trifft man diese moralischen Menschen am härtesten? In dem Moment, wo man sie als Landesverräter brandet, wo man ihnen sagt, ihr seid gegen die Bevölkerung, ihr seid so minderwertig, dass ihr ins Gefängnis gehört, und wir euch weiter... Genau, sind es aber in den meisten Fällen A nicht, und B, wollen wir eben kein Klima schaffen, wo angenommen wird, dass grundsätzlich diese Menschen Landesverräter sind. Wir wollen ein Klima, wo es eben encouraged wird, sowas zu machen. Ich erkläre dir auch später noch warum. So, jetzt haben wir den dritten Punkt, individuelles Verständnis, eine Signalwirkung. Wenn wir Leute wie Snowden einsperren, wenn wir andere Widerstandskämpfer einsperren, haben wir die Signalwirkung zu Leuten, seid nicht zu kritisch, seid nicht zu sehr auf dieses Wohl bedacht, denkt an die Regeln und folgt den Regeln. In liberalen Demokratien möchten wir von euch hören, warum wir Bürger wollen, die primär den Regeln folgen, wenn sie moralisch fest überzeugt sind, dass es falsch ist, und wenn sie moralisch fest davon überzeugt sind, dass es der Mehrheit der Gesellschaft schadet, und bereit sind, auch dafür einzustehen, dass ja eben nicht ohne individuellen Schaden passiert. Wir glauben, wir wollen genau solche Bürger. Wir wollen Bürger, die Zivilcourage zeigen. Wir wollen Bürger, die auf Demonstrationen gehen. Wir wollen Bürger, die eben zum Beispiel bei Ottos Energiedeals sagen, oh, das ist aber wahrscheinlich was, wo jetzt alle Individualbürger zu viel Geld zahlen, weil die chronisch abgezockt werden. Das ist was, wo wir unser Nachbarland ausbluten lassen. Wir wollen, dass der Kölner, der Altbundesbeamte sich das durchguckt und sagt, was ist das denn hier für ein Klüngel? Das sind alles Sachen, wo wir eine Bereitschaft ausrichten gegenüber den Leuten, dass ja, Zivilcourage gut ist. Das ist auf einem kleineren Level, aber die politische Signalwirkung davon ist, kritische Bürger sind willkommen, kritische Bürger gehören zu unserem Land, kritische Bürger gehören zu unserer Demokratie. Und wenn Demokratie darauf basiert, dass Menschen eintreten gegen Meinung, wenn es ihnen selber unbequem ist, dann gehört auch das zu einer Demokratie auszuhalten. Ja. Wir glauben, dass die Legitimation des Staates nicht darauf basiert, dass wir als Bürger alles wissen müssen, sondern wir wählen den Staat oder wählen die Regierung, weil wir sie dazu verpflichten, im Wohl des Bürgers und der Demokratie zu agieren. Habe ich ja schon gesagt, wir glauben ja nicht, dass wir alles wissen müssen. Es
gibt aber extrem viele Informationen. Und das sind genau die Informationen, die weitergegeben werden. Aus dem Mechanismus, den ich euch erklärt habe. Nämlich nur die, wo ich bereit bin, Opfer zu bringen. Das sind die Mechanismen, die weitergegeben werden. Das sind normalerweise die entscheidenden. Und normalerweise, wenn die an die Weltöffentlichkeit gelangen, wenn Zeitungen die abdrucken, wenn es durch all diese Repräsentanten weitergegeben werden, sind das normalerweise auch interessante, relevante, wichtige Sachen. Sonst druckt der Guardian den Quatsch nämlich auch nicht ab. Und ich sagte, ihr könnt es nicht wissen. Risikoabwägung. Wollte ich später machen, jetzt mache ich es doch nicht. Also, wir haben jetzt eine Worst Case und eine Worst Case auf der Seite und Worst Case auf der Seite. Es gibt das schöne Prinzip in der Welt, dass wir sagen, wir wollen maximale riesige Konflikte, große Probleme vermeiden und sind bereit, kleinere Mini-Konflikte dafür zu tolerieren. 100 Solarpanels, die vom Dach fallen, sind nicht so schlimm wie ein Fukushima. Das Grundidee, die wir hiermit verkaufen wollen, ist zu sagen, dass in einer Gesellschaft, in der ein extrem großer Wandel, ein extrem großer Schaden passiert, das deutlich schlimmer ist für die Gesellschaft, von der sie sich nicht erholen kann, im Gegensatz zu vielen kleinen Schäden. Worst Case auf unserer Seite ist, NSA kann ein bisschen weniger spionieren, vielleicht haben wir, also ich bin großzügig, vielleicht einen Kofferbomber mehr, ich glaube nicht, dass sie das verhindern, vielleicht haben wir den mehr. Vielleicht haben wir eine kleine Militäroperation, wo 5 Soldaten mehr getötet werden. Wir glauben, das ist schlimm. Das ist der Worst Case auf der Seite. Worst Case auf der Seite ist, wir bauen einen semi-autoritären Überwachungsstaat auf, den wir nicht mehr ganz kontrollieren können, weil schon niemand informiert hat. Nee, die Wirtschaft bricht doch nicht zusammen, weil wir keine NSA haben. Was wir auf einseitig, dass wir halt hier Leute überwachen können, einmal einen semi-autoritären Staat aufbauen. Dass wir Kriege geheim planen, Leute das mitkriegen, aber nichts dagegen sagen, oder eben nicht 10 Soldaten sterben, sondern 10.000. Der Worst Case auf der Seite, selbst wenn wir 20 falsche Whistleblower haben, aber einen auf der Seite nicht, ist das deutlich schlimmer. Das ist eine Risikoabwägung, die wir treffen müssen, deswegen wollen wir ein generelles Prinzip, das eben genau diese Abwägung unterstützt. Und das machen wir an dem Moment, wo wir sagen, wir tolerieren das. Letzter Punkt, Weltgemeinschaft, Weltakteure. Wir verstehen nicht, warum das ein Nullsummenspiel sein muss, Staat gegen Staat, das ist ja die Idee vom Landesverrat. Ne? Ihr nehmt uns was weg. Erstmal, wenn wir als internationale Akteure gemeinsame Normen und Standard etablieren, wo wir sagen, alle liberalen Demokratien sollten das tun, als Werte, bedeutet das eben, vielleicht habe ich einmal als Ami Pech, aber vielleicht profitiere ich beim nächsten Konflikt davon, dass die USA, Großbritannien, Deutschland, andere Länder das eben auch an die Öffentlichkeit gelangen. Insgesamt glauben wir, dass bei all den Shady Energy Deals, all den Military Operations immer Verlierer dabei sind auf internationaler Ebene. Wenn wir es schaffen, insgesamt in der Weltöffentlichkeit mehr Informationen zu haben, ist das deutlich besser für eine gegenseitige Unterstützung unter den Individuen und ultimativ profitiert die Weltgemeinschaft, profitiert die Bürger der liberalen Demokratie, profitieren wir alle. Herzlichen Dank.